Musikschul-TV. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem vierten und jetzt vorerst mal letzten Livestream aus dem Konzertsaal der Städtischen Musikschule. Heute wieder mit klassischen Beiträgen aus unserem Lehrerkollegium. Und wie auch die Konzerte davor, wieder zugunsten unseres Fördervereins, genauer gesagt zugunsten des Projekts Musikpatenschaften, das Familien unterstützt bei dem Aufbringen der Unterrichtsgebühr für unseren Unterricht. Wenn Ihnen unser Konzert also gefällt und Sie gerne etwas spenden möchten, Sie sehen unten eingeblendet die Homepage-Adresse vom Förderverein und auch später im Text finden Sie sogar auch gleich die IBAN-Nummer. Das Konzert wird jetzt live gestreamt. Wir haben ein paar kleine Interviews mit den einzelnen Künstlern vorbereitet, im Vorhinein aufgezeichnet, die zwischen Reihen eingefahren sind. Die Musik kommt dann immer live. Sie können das Konzert aber auch weiterhin, also es bleibt als Video weiter auf dem YouTube-Kanal vorhanden. Man kann es nochmal angucken, Sie können es Ihren Freunden und Bekannten empfehlen. Auch die letzten zwei Konzerte, die hier gestreamt wurden, sind da noch anzuschauen, können Sie also auch gerne sehen. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit dem Livestream der Städtischen Musikschule und ja, viel Spaß. Liebes Publikum, mein Name ist Dora Siraidi. Ich werde heute Abend für Sie die 10. Fantasie in D-Dur von Georg Philipp Telemann spielen, auf der Barockvioline. Ich habe dieses Stück gewählt, weil meiner Meinung nach dieses Stück grundsätzlich eine sehr, sehr positive Energie hat. Nach dem ersten feurigen und schwungvollen Satz folgt die Melancholie des zweiten Satzes, was aber mit der Leichtigkeit des dritten Satzes aufgelöst wird. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Hallo, mein Name ist Predrag Tomic und wir spielen heute für Sie die Komposition Ma Mère Noire. Maurice Ravel komponierte dieses Stück für die Kinder einer befreundeten Familie. Die deutsche Übersetzung von dem Titel bedeutet Meine Mutter, die Gans. Inspiriert wurde Ravel durch die Erzählungen aus einer Märchensammlung, die mit dem Titel Geschichten von meiner Mutter, der Gans, versehen war. In 5 Sätzen thematisiert er 5 Märchen, die auch im deutschen Sprachgebiet bekannt sind. Hallo, mein Name ist Susanne Hagen und die 5 Sätze aus Ma Mère Noire heißen Dornröschen, der kleine Däumling, die grüne Schlange, die Schöne und das Biest und der märchenhafte Garten. Viel Spaß!
Thank you.
heiße Eckhard Lenzing und bin Fagottlehrer an der Städtischen Musikschule in Lörrach und Weil am Rhein. Für das heutige Konzert habe ich den zweiten Satz meiner Fagottsonate ausgewählt. Die Fagottsonate ist Teil eines Zyklus, welche ich die Blaue Blume genannt habe. Die Blaue Blume, ein Gedicht von Josef von Eichendorff, welches er 1818 schrieb, hat zu seiner Zeit viele junge Dichter vereint. Unter diesem Sinnbild hat man zusammengefunden, um eine neue Ästhetik zu kreieren. Ich möchte einmal dieses Gedicht vortragen. Die blaue Blume. Ich suche die blaue Blume, ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüht. Ich wandere mit meiner Harfe durch Länder, Städt und Auen, ob nirgends in der Runde die blaue Blume zu schauen. Ich wandere schon seit lange, hab lang gehofft, vertraut, doch ach, noch nirgends hab ich die blaue Blume geschaut. Diese 12 Verse sollen 12 Sonaten vorangestellt werden. Die Fagottsonate ist die zweite Sonate in diesem Zyklus und hat somit den Vers »Ich suche und finde sie nie« als Motto. Heute Abend begleitet mich Susanne Hagen am Klavier. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Hallo, mein Name ist Simone Losch. Ich unterrichte hier an der Musikschule Lörrach Saxophon und Klarinette. Von den 8 kurzen Tango-Etüden für Saxophon Solo von Gustavo Bethelmann werde ich Ihnen die Nummer 4 und die Nummer 5 spielen. Der Tango gilt als Ausdruck von Leidenschaft, Melancholie und Schmerz. Buenos Aires gilt als die Geburtsstadt des Tangos. In der Hauptstadt Argentiniens wächst quasi jeder mit dem Tango auf. Gustavo Bethelmann wurde in Argentinien 1945 geboren, wanderte 1976 aber nach Paris aus politischen Gründen. Dort lebte und arbeitete er unter anderem auch mit Astor Piazzolla. Gute Unterhaltung! Thank you.
Franz Schubert komponierte seine Impromptu ein Jahr vor seinem Tod. Sie verteilen sich auf zwei Sammlungen mit je 4 Stücken. Die aus dem Französischen kommende Bezeichnung Impromptu, also Improvisation, augenblicklicher Einfall, für die ersten 4 Impromptu D.899 geht auf den Wiener Verleger Tobias Haslinger zurück, der zu Schuberts Lebzeiten nur die ersten beiden veröffentlichte. Die zweite Vierergruppe betitelte Schubert selbst so. Das dritte Impromptu, D.899, was Sie gleich hören werden, ist ein ruhiger, sehnsuchtsvoller, an ein Nocturne erinnernder Gesang. Beim Stichwort Nocturne müssen wir an Chopin denken, der mit seinen 21 Nocturnen zu den bekanntesten Komponisten dieser Gattung zählt. Ein Nocturne ist ein lyrisches, melodisch angelegtes Charakterstück für Klavier, welches eine von der Nacht inspirierten Stimmung zum Ausdruck bringt. Chopins Ballade Opus 38 ist die zweite von insgesamt 4 Balladen des polnischen Komponisten. Er komponierte dieses Werk zwischen 1836 und 1839 und widmete es seinem gleichaltrigen Kollegen Robert Schumann. Dieses Stück voller Kontraste wurde von einer Ballade des polnischen Dichters Adam Mickiewicz inspiriert. Dieses Gedicht handelt von Mädchen einer versunkenen Stadt, die in Wasserblumen verwandelt worden waren, um den einfallenden russischen Horden zu entgehen. Thank you.
Thank you.
Igor Strawinski wurde 1882 in Russland geboren. Während des Ersten Weltkrieges lebte er in der Westschweiz und ab 1920 in Paris, bis er dann im Jahre 1939 in die Vereinigten Staaten übersiedelte. Seine ersten Jahre dort waren nicht einfach für ihn. Seine erste Ehefrau war im Jahr zuvor gestorben. Dazu hatte er als 58-jähriger Einwanderer mit bescheidenen Englischkenntnissen Schwierigkeiten, in den USA eine Arbeit zu finden, was zu Geldmangel führte. So komponierte er mehrere kleine, gefällige Stücke, die etwas Geld bringen sollten. Das erste dieser Werke ist der Tango. Wenn man sich das Stück anschaut, findet man nur wenige Elemente, die den traditionellen argentinischen Tango ausmachen. Die Betonungen sind versetzt, die Harmonik ist viel komplexer. Beim Spielen oder Anhören klingt es jedoch wie ein Tango. Die geladene Spannung sowie eine intime Atmosphäre ist eindeutig vorhanden. Strawinski hat es geschafft, mit seiner eigenen musikalischen Sprache die Wirkung eines Tangos zu erzeugen. Ein kurzes Werk, in dem viel steckt. Thank you.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's zum vierten Mal, das Livestream-Konzert aus der Städtischen Musikschule. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, spenden Sie gerne für unser Projekt Musikpatenschaften. Empfehlen Sie uns weiter. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir Sie bald auch mal wieder live hier begrüßen dürfen. Genau, wir wünschen allen ein ganz schönes Wochenende. Wie gesagt, ist dieses Video und auch das Video, die Videos von den letzten beiden Malen weiterhin auf unserem YouTube-Kanal verfügbar, genau wie einige andere Videos. Ganz besonders Werbung möchte ich noch machen für unsere kleine Osterüberraschung. Unsere BFGlerin Lina hat nämlich auf der Basis von Rolf Zukowskis Hasengeschichte ein Video produziert. Die Lehrerband hat dazu die Songs eingespielt. Dieses Video wird live geschaltet am Gründonnerstag Vormittag und ist ab da verfügbar. Das ist sozusagen unsere kleine Osterüberraschung für Sie und Ihre Kinder vor allem natürlich. Genau, damit möchte ich Ihnen nochmal ein schönes Wochenende wünschen, eine ganz schöne Osterzeit. Kommen Sie gut durch, bleiben Sie gesund. Wunderschönen